News der Woche Nummer 38, 2023. Die Schienentag war am vergangenen Wochenende. Der deutschlandweite Alarm ist hinter uns, unser Fazit. Was wird auch ein Gebäude in Nürnberg? Am verdammten Wochenende vom 15. bis zum 17.09.2023 war zum zweiten Mal in Deutschland der Schienentag. Das ist ein Tag, wo gesagt die Schienen mal ein Jubiläum haben. Und ich wurde eben in ganz Deutschland auch gefeiert und auch in den Anzeigetafel oder Informationsfelder von der Deutschen Bahn mit reingeschrieben. Es sind auch viele Orte, die haben die alte Waggon oder neuere Waggon ausgestellt, um sie einfach mal anzuschauen, wie die Zukunft so werden könnte, was aber auch damals vor 70 Jahren an Modelle rausgekommen ist. Das wurde alles bei dem Tag überall in ganz Deutschland erzählt, hinter die Kulisse gelegt und so weiter. Das Gebäude The Kuh in Nürnberg ist aktuell ein bisschen wieder bankrott gekommen. Daher echt einen Baustopp, dass dieses Gebäude einfach nicht mehr weiter gebaut werden kann, weil die verantwortlich Insolvenz angemeldet haben. Und die ist der erste Tochterkonzern, der die sind eben pleite geworden, tun je irgendwie all versuchen, echt doch wieder weiter zu laufen, zu bringen. Aber die Stadt Nürnberg ist ja von dem Bau immer noch optimistisch, dass der Bau weiterhin gehen wird, auch dass der Bau dann auch fertig wird. Und wahrscheinlich werden erstmal ein paar InvestorenInnen von der Bayerische Versorgungskammer, BVK, vielleicht ein bisschen was dazu geben. Mal schauen. Sonst ist, wie ich wirklich genau weitergeht, das sehen wir dann einfach die nächsten Monate, ob die Stadt Nürnberg hinbekommt, das Gebäude, dieses Bürogebäude, wieder zum Laufen zu bekommen. Der Warntag 2023 am Donnerstag war ich ja wieder so weit. In Deutschland wurde vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz erfolgreich um 11 Uhr durchgeführt. Daher über
50 Millionen Handynutzer wurden über den Broadcast-Service alarmiert. Natürlich gab es auch noch Handys, die nicht informiert werden konnten, weil die einfach noch das ältere Modell drauf haben, noch irgendwie ein Tastenhandy haben oder sonst so weiter. Die konnten eben nicht alarmiert werden, weil die Alarmierfunktion ist ab Android 11 verfügbar. Und bei iOS Apple-Geräte ab 13 oder 14, da bin ich mir daran nicht sicher. Ja, der Probealarm wurde auch bei den ganzen Sirenen von den Feuerwehrhäusern und Co. ausgelöst. Die sind größte auch ausgelöst. Man hat die von relativ überall gut gehört. Das war ein toller Erfolg für alle. Soll in Zukunft wieder all aufrecht erhalten werden, um einfach, wenn Uni doch nochmal wieder irgendwelche Naturkatastrophen oder irgendwelche andere Sachen, Erdbeben, Bombeneinschlag, was auch immer, dann soll ich die Menschen alarmieren und informieren. Das waren schon wieder die News der Woche von dieser Woche. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns am kommenden Montag wieder. Schönen Tag. Tschüss.